Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei mir ist das Chaos unter Thompson. Hallo. Hallo. Und wir fahren Orion, Phoenix, Orion. Oh ja. So. Oh, sieht auch wieder ganz gut aus. Jede Menge Orions im Gegnerteam, ne? Wenn gerade Konjunktur. Ach, bei den Gegnern. Der Nullpointer? Nullpointer X? Wahrscheinlich heißt der Nullpointer Exception. Ah. Das ist möglich. Ja, und so ein Pointer, ne? Das ist schon nicht schön, so ein verwahrloster Pointer. Nein, der heißt nur X. Und nicht, ist der Name sonst zu lang. So, oh. Wo fahren wir hin? Steht links. Hier eher Sorgen nach rechts. Ja. Okay. Was? Gut, gucken wir doch mal, ne, was wir da so kriegen jetzt. Als Kanonenfutter. Also die letzten zwei Gefechte sind ja echt gut gelaufen für mich, ne? Also immer 70.000 Schaden, das ist schon herausragend für mich eigentlich. Kann man mal machen, sowas. Das ist gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt mal irgendwann wieder so ein Fehlgefecht kommen hier. Kann ja durchaus sein, dass ich jetzt nicht. So denn... Was? Hoffentlich nicht. Ja, nee, also... Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Also, ich will nicht nochmal U-Boot spielen. Ja gut, das kommt ab und zu in den besten Familien vor. Nach links fährt aber sehr wenig. Ja, das ist diese Meerenge. Ah, ja. Wenn dein Zerstörer auf dich wartet, dann hast du schlechte Karten. Dann zerstört er dich. Nee, das kannst du ganz gut eigentlich, also sagen wir mal, wenn du da mutig genug bist und mit drei Schiffen da durchfährst, dann kannst du da auch gut durchkommen, aber halt, das Problem ist wirklich, wenn dann vom Gegner da wirklich jede Menge Torpedos langgelegt werden, hast du meistens schlechte Karten. So, da ist irgendwo ein Zerstörer hier vor mir. Ein T-22. Ja. 10 Kilometer. Oh, der boxt sich mit unseren... Zerstörern. So, da hinten ist ein Kreuzer, da komme ich aber nicht ran. So weit weg. Da ist ein Dane, da komme ich ran. Wenn die Türme schnell genug wären, könnte ich sogar noch drauf schießen, bevor ich hinter der Insel verschwinde. Da regnet es ein bisschen bei der Dane gleich. Ja. Ah, schade, nicht getroffen. Hm. Ah, hoppla, jetzt arme ich die Wyoming. Ich auch nicht. Ah, komm, lenk. Ah, geht sich aus. Eigentlich gar nicht so lahm hier. Jetzt ist sie da nicht mehr zu sehen, das finde ich schade. Da ist sie wieder. Oh, hab gar nicht mal schlecht geschossen, obwohl ich sie nicht gesehen habe. Getroffen habe ich sie trotzdem nicht. Dann schlägt sie wieder links und rechts im Wasser an. Zu wenig vorgehalten. Die dreht da ganz hässlich Kreise. Macht das nicht schlecht, spielt da so ein bisschen Kugelfang und... Die macht da gar nicht schlecht. Irgendwann wird sie erwischen. Ich hoffe jetzt. Da rechts kommt die Nullpoint Exception. Rechts, links dran vorbei. Mann, das ist doch echt.
Jo, der hat mir ein Feuer gemacht. Er brennt aber auch. Pelun hat mal ein bisschen Schaden gekriegt und ein Feuer. Seid nicht zu mutig gegen die Orion da, ne? Und fahr nicht gegen die Insel. Fuck, das ist wieder so eine komisch geformte Insel. Eine Insel. Gibt's lustig geformte, komisch geformte oder gut geformte Inseln? Ja, gut geformt ist, wenn sie nur gerade sind und keine Buchten haben. Aha. Das heißt, aber ich bin durchgekommen. Das heißt jetzt rund oder eckig? Also quadratisch oder rechteckig oder kreisrund? Wie hättest du es denn gern? Quadratisch praktisch gut. Quadratisch praktisch genau. Gut. Ja, nicht schlechte Idee. Da kommt der Nullpointer. Da kommt er. Ja, ist hinter der Insel. Aufpassen da. Chaos, nicht so aggressiv ja. Anfangen. Besser, dann schaffe ich es nicht andrehen. Nullpointer hat gebremst. Ja. Das war blöd. Dreht auch. Dreht hat also die ganz nicht in unsere Richtung. Das heißt, wir können jetzt eigentlich bequemer drauf anhalten. Ah, jetzt sehen wir natürlich nicht mehr. Natürlich extrem wichtig. Er wird gleich brennen, hoffentlich, und dann sehen wir ihn besser. Ja, mach mal an. Ja, da ist er. Sehr schön. Gewünscht. Brenne ich jetzt auch gleich. Oh, ich habe ihn zwar getroffen, aber meine Geschosse sind dann eben bloß abgeprallt oder zerstellt. Und ich spiele mal wieder U-Boot. Aber warum denn dieses jetzt? Weil ich es nicht mehr geschafft habe, dort umzudrehen. Ja, du musst vom Gegner wegdrehen, nicht zum Gegner hin. Ja, da war die Insel zu eng. Nee. Du hättest generell nicht in diese Richtung und in diese Meeresenge fahren müssen. Du hättest andersrum drehen und weg. Habe ich gemerkt. Weil das ist dann inmitten der Map, da tummelt sich's immer. Ja. Da hinten ist eine Marblehead. Ja. Dreht gerade um. Ich treffe heute ziemlich schlecht hier. Ich weiß nicht, ob die HE-Mumpeln irgendwie eine andere Flugbahn haben. Aber ich glaube eine andere Geschwindigkeit. Also Austrittsgeschwindigkeit. Ja, die HE fliegen langsamer. Tummelt sich wohl alles dahin in der einen Meeresenge, ne? Ey, was ist denn das los hier? Wieso sind denn schon viele Schiffe von uns schon versenkt? Ich meine, ich mache ja schon kaum Schaden, aber. Was soll denn das, dass die anderen das auch tun? Die Orion kommt da langsam wieder vor, Pilhuhn. Der einzige, den ich bis jetzt getroffen habe übrigens. Glaube ich. Da ist eine Dukuai. Jo. Ah, jetzt lenkt er weg. Schade. Oh, ich hab da 3000 Schaden, etliches Zeug und Feuer. Also drei Module rausgeschossen und Feuer drauf gemacht. So, zwei Leute zielen auf mich. Ja, es wird dann die Orion sein und dann noch ein Kreuzer, der dann rumfährt. Maplehead oder sowas. Ja. So, wir sind aber auch jetzt nur noch zu viert hier, ne? Ja. So strahlen sich die Schiffe. Kann ich dir nicht sagen. Egal, 3000, zwei Feuer. Oh, ich hab Pilhun ein Feuer gegeben. Alfazi hat dein Feuer gelöscht, die Dugai, oder? Dugai habe ich nicht habe ich angezündet? Doch, die habe ich angezündet. Ja. Ja, dann kann sie jetzt nicht mehr löschen. So ein Hurzigstädt.
Bei mir regnet es mächtig. Ja. So, der ist unter Wasser. Ja. Warren brennt auch doppelt. Sehr schön. Schade, das war nix die Salbe. Oh, das ist eine Wyoming in 8 Kilo. Au. Gibt's hier oder? So, der müsste unter Wasser sein. Aber ich kriege jetzt vom Z22 Torpedos. Ah, fuck, da nehme ich auch gleich einen von. Und ich habe schon repariert einmal. Wassereinbruch. Sehr schön. Danke, T22. Ja, da brauchst du mir jetzt nicht nochmal sagen, dass das Enemy-Team hier irgendeine Führung hat. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Und wie viele Schiffe die noch haben und wie wenig wir haben. Oh, ich habe hier keine Chance mehr gegen den Kleinen. Der wird mich jetzt hier wegpflücken. Tut mir leid. Keine Ahnung, wo seine Torpedos hinter mir kommen, aber ich nehme garantiert jede Menge davon. Ja. Das war's für mich. Sagt er da schon wieder, dass das Enemy-Team eine Führung genommen hat? Also, das ist. Ich meine, wir haben uns noch ganz tapfer geschlagen, haben noch ein bisschen was weggerissen, aber. Das war ja mal nicht so gut. Irgendwie ziemlich schnell alle weggestorben. Aua. Naja. Ja, das war's jetzt. Ganz offen, dass die Kuma da irgendein mit Torpedos wegzieht oder so. Oh, die sehen doch ganz gut aus. Mach deine Secondary an. Ist schon an, aber okay. Sie schießt irgendwie nicht. Ja, das geht so ab, glaube ich, 4 Kilometer los, oder 3,8. Renn ich natürlich nochmal. Na komm. Gewesen, das hat noch geklappt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es jetzt echt spitz auf Knopf eigentlich fast unentschieden steht. Ach schade, das war zu weit vorgehalten. Kannst du nochmal T drücken? Ne, 41 Sekunden. Leid. Ach schade. Ja, das nächste Mal schieße ich einfach nicht mit HE. Ich komme da, ich treffe damit zu selten. Und die beiden da im Zug hier von den Bots, die sind ganz gut unterwegs. Muss man auch so sagen. Also die Kuma hat eigentlich bloß eine Chance, durch ihre höhere Geschwindigkeit schnell zu cappen. Ich glaube, die werden eher zurückkommen. Ich wusste gar nicht, dass der Chef eine Rolle machen kann. Ich habe es ihm beigebracht. Eigentlich kann er jetzt wirklich nur dadurch gewinnen, wenn er schnell cappt.
Weil wenn die denn nervös wären und ihn versuchen wegzuholen, dann dürfen die es nicht zu cappen. Wenn die beide jetzt geschlossen zu unserem Cap fahren, wird's ganz knapp. Ich glaube, die werden zu uns, also nein, ich meine zu ihm fahren. Den Cap verteidigen. Na gut, der eine war noch ziemlich weit hinten, ne? Er könnte sich aber hinter der Insel parken, also er könnte eine ganze Weile unsichtbar bleiben. Und der hintere, der war ziemlich angeschlagen, soweit ich weiß, also den hast du schon gut zusammengeschossen, den könnte er dann mit Torpedos wegkriegen. Wenn er es überlebt. Das wird knapp. Das ist jetzt echt spitz auf Knopf, das hätte ich nicht erwartet, wo nachdem zwischenzeitlich irgendwie 7 Schiffe von uns schon weg waren und der Gegner noch alle, fast alle hatte. Weiß ich gar nicht, 5 hatten wir verloren und der Gegner hat glaube ich 2 verloren gehabt bis daher oder so. Also sah schon sehr, sehr, sehr ungerade aus. Also ihr könnt jetzt hier ganz langsam rein in den Cap und dann da stehen. 5 Minuten hat er noch. Das reicht aus zum Cappen einmal. Schickt einen Flieger aus, um zu gucken, wo er ist. Ah, das sehen dann, wenn er jetzt hier in den Cap steht. Ah. Ich habe wieder ordentlich Schaden gemacht. Ja? Ja. Ich nicht. Leider nicht. Wie gesagt, ich schieße das nächste Mal wieder nur rein mit AP. Ich habe so schlecht getroffen. Ah, da ist er. 11 Kilometer. Ja, gedacht. Jetzt die Frage, ob er auch schon gesichtet ist oder noch nicht. Ne, noch nicht. Ah. Jetzt ja. Das war schlecht. Wenn er das gut austänzeln kann, dann. Aber das ist doch der. Oha, die treffen sogar. Oh. Ja, gut. Was? Naja gut, ich denke mal, ja, die Taktiker wollten ranlocken damit, dass er in seine Torpedos reinfährt. Ja. Aber die laufen jetzt gleich aus. Na, ich glaube, die gehen 7 Kilometer, ja. Weil vorher war er noch nicht entdeckt, da hätte er dabei bleiben können. Ja, jetzt ist er unter Wasser. Doch nicht. Ah, doch. Schade. Naja. Die haben einfach auch mit der Orion das Glück, dass die dann einfach mal 3.000-4.000 Schaden machen, wenn die mal treffen, ne? Haben wir jetzt nicht gehabt, das Glück. Gut, in der Teamwertung, oh Gott, bin ich immer noch mittig drin, das hätte ich nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen, aber gut, willst du machen. So ist es halt. Viele Schiffe, das ist wirklich, ich habe Schiffe mit HE getroffen, aber keinen Schaden drin gemacht. Das ist natürlich richtig bitter, sowas. Das war eine Folge World of Warships hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei mir war das Chaos und der Thompson. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.